Hallo zusammen, hier ist der Drill und herzlich willkommen zurück zu den Valorant Basics Episode 2. Falls ihr das erste Video dieser Videoreihe noch nicht gesehen habt, in dem ich die Grundidee des Spiels erkläre und euch kompakt zusammengefasst alles Wissenswerte zu Valorant zeige, schaut euch auf jeden Fall zuerst noch das erste Video an. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung oder jetzt als Videocard. Im heutigen Video konzentrieren wir uns auf die Waffen, das Gunplay und die Economy in Valorant. Ich stelle euch nach und nach die einzelnen Waffen vor, sage euch, was diese können oder auch nicht können und teile meine bisherige Erfahrung mit euch, welche der Waffen wir vermutlich am häufigsten im Competitive Play von Valorant sehen werden. Und direkt vorweg schon mal gesagt, das Gunplay selbst ist dem vom Counter-Strike sehr ähnlich und ich werde heute einige Parallelen ziehen können. Was ich bei vielen Overwatch-Spielern im Playtesting beobachten konnte, ist, dass sie oft versucht haben, im Laufen zu schießen. Eine Sache, die in Counter-Strike auch überhaupt nicht gut funktioniert und die man auch in Valorant tunlichst vermeiden sollte. Zum Schießen sollte man nämlich in den allermeisten Fällen immer stehen bleiben, da die Waffen viel ungenauer werden, wenn man sich in der Bewegung befindet. Das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich im ersten Video sagte, dass das Spiel trotz der Optik viel näher an Counter-Strike ist, als an Overwatch oder anderen First-Person-Shootern, die mir bekannt sind. Als guter Counter-Strike-Spieler wird man kaum Schwierigkeiten haben, sich mit den Waffen und dem Gunplay vertraut zu machen und die Waffen fühlen sich direkt natürlich an. Zum Grundverständnis kurz nochmal ein paar Worte zur Economy in Valorant. Waffen müsst ihr in Valorant natürlich kaufen und das macht ihr mit der Ingame-Währung Credits. Interessant ist ja auch, dass ihr Waffen, die ihr versehentlich gekauft habt, für denselben Preis wieder verkaufen könnt, was ich ziemlich nice finde, und ihr könnt direkt über das Buy-Menü auch eine Waffe requesten, die ein Mate mit ausreichend Geld dann direkt in eure Hand reinkaufen kann. Für jeden Kill, den ihr macht, sammelt ihr 200 Credits nach Rundenende, egal mit welcher Waffe, es gibt also keinen Kill-Bonus für verschiedene Waffentypen wie in Counter-Strike. Eine verlorene Runde bringt weitere 1900 Credits ein, verliert man noch eine zusätzliche Runde in Folge, gibt es einen Lost-Bonus von 500 weiteren Credits und kommt man zu einer Lost-Streak von 2 oder mehr Runden in Folge, gibt es 1000 Credits extra pro Runde dazu. Schöner ist es aber natürlich immer eine Runde zu gewinnen, hierfür gibt es nämlich fette 3000 Credits aufs Konto. Außerdem sammelt der Spieler, der den Spike legt oder entschärft, für sich selbst weitere 300 Credits. Und das wäre auch schon alles zur Economy, super einfach und verständlich. Legen wir los. Sowohl dem Attacking Team als auch dem Defending Team stehen dieselben 17 Waffen zur Verfügung, die wir uns vor jedem Rundenstart im Buy-Menü kaufen können. Jeder Spieler startet auf beiden Seiten mit der Default Pistol namens Classic in die Runde. Es gibt also keine seitenexklusive Default Pistol wie die Glock, USP oder P2000 in Counter-Strike. Die Classic ist auch die erste Waffe, die wir zum Start des Spiels im Tutorial kennenlernen. Per Linksklick feuert die Waffe bis zu 6,75 Runden pro Sekunde und verfügt außerdem über einen alternativen Feuermodus, den man mit der rechten Maustaste auslöst. Hierbei schießt die Waffe einen Burst mit 3 Kugeln, was natürlich sowohl die Feuerrate als auch die Genauigkeit beeinträchtigt. In Nahkampfduellen kann man diesen Feuermodus aber durchaus mal benutzen. Mit dem alternativen Burst-Mode kommt die Classic also am ehesten an die Glock in Counter-Strike ran. Ihr wollt nun auch sicherlich wissen, wie viel Schaden diese Waffe macht und ob man die Classic spielen sollte. Zum Thema Schaden bietet das Valorant Tutorial eine sehr gut durchdachte Shooting-Range, mit der man den Schaden auf verschiedenen Entfernungen sehr gut veranschaulichen kann. Im Buy-Menü seht ihr auf der rechten Seite die Stats jeder Waffe, wenn ihr mit der Maus über dessen Bild geht. Wie ihr seht, gibt es einen Damage-Drop-Off, was bedeutet, dass einige Waffen auf weite Distanzen weniger Schaden machen, als wenn der Gegner direkt vor einem steht. Im Falle der Classic machen wir auf einer Distanz von 0 bis 30 Metern 26 Schaden bei einem Körpertreffer, 78 Schaden bei einem Headshot und 22 Schaden bei einem Beintreffer. Auf einer Distanz von 30 bis 50 Metern nimmt der Schaden dann erheblich ab und wir machen mit der Classic nur noch 22 Schaden bei einem Körpertreffer, 66 bei einem Headshot und 18 Schaden mit einem Beintreffer. Ja gut, wie viele Treffer brauche ich denn dann, um jetzt einen Gegner mit dieser Waffe zu töten? In Valorant startet jeder Spieler eine neue Runde mit 100 HP, kann sich aber mit einem Light Shield für 400 Credits eine Rüstung mit weiteren 25 HP dazu kaufen oder ein Heavy Shield für 1000 Credits, was dem Spieler 50 HP extra gibt. Separate Körper- und Kopfarmor wie in Counter-Strike gibt es in Valorant nicht. Für die Mathe-Legastheniker unter euch, das heißt, dass du mit einem Light Shield 125 Lebenspunkte hast und mit einem Heavy Shield 150. Sowohl ungerüstet als auch mit Rüstung müsste man also 2 Headshots mit der Classic setzen, um einen gegnerischen Spieler aus dem Spiel zu nehmen. In der Waffenübersicht seht ihr außerdem einen Punkt zum Thema Wall Penetration. Ja, ihr könnt im Valorant auch Wallbangen, darauf gehen wir aber später noch ein. In der Pistolenrunde stehen jedem Spieler 800 Credits zur Verfügung, was bedeutet, dass wir unsere Pistolen upgraden können. Zur Auswahl stehen hier die Shorty, die Francy, die Ghost und die Sheriff. Bei der Shorty handelt es sich um eine abgesägte semi-automatische Schrotflinte mit einer Magazingröße von 2 Patronen, die jeweils 12 Schrotkugeln abfeuern. Da es sich bei dieser Waffe mit nur 200 Credits Anschaffungskosten um die günstigste Waffe im Spiel handelt, könnt ihr euch bereits denken, dass die Shorty nicht unbedingt die erste Wahl ist und ich würde euch davon abraten, diese zu kaufen. Die Waffe ist bereits auf kürzeste Distanz schon ziemlich ungenau und mit bis Longrange-Duelle müsst ihr mit dieser Waffe erst gar nicht eingehen. Auch bei dem Damage-Output auf der linken Seite seht ihr, dass eine Schrotkugel auf kürzeste Distanz nur 36 Schaden bei einem Headshot verursacht, auf langen Distanzen fällt der Schaden auf nur 9 Schadenspunkte für einen Headshot. Im Playtesting habe ich diese Waffe auch kaum gespielt und bin mir relativ sicher, dass wir diese auch im Competitive Play kaum sehen werden, ähnlich wie die Sword of in Counter-Strike. Machen wir weiter mit einer Pistole, die dafür einiges kann, die Francy. Die Francy würde ich am ehesten mit der CZ in Counter-Strike vergleichen. Es handelt sich hierbei um eine vollautomatische Pistole mit einer Magazingröße von 13 Schüssen, die ordentliche 10 Kugeln pro Sekunde abfeuert.
Gerade für die Pistolenrunden war die Frenzy mein absoluter Favorit, da man bei nur 400 Credits Anschaffungskosten neben der Frenzy noch ein Light Shield oder alternativ weitere Fähigkeiten dazu kaufen konnte. Die Frenzy ist einigermaßen genau und extrem stark, wenn man Close Range Angles wie diesen hier hält. Auch wenn man bei der Frenzy mit 78 Damage bei einem Close Range Headshot noch immer 2 Headshots braucht, um einen Gegner zu töten, kann ich euch die Waffe wärmstens ans Herz legen, da sie in den meisten Fällen aufgrund ihrer hohen Feuerrate die bessere Wahl ist. Machen wir mit der Ghost weiter. Diese Waffe würde ich als eine CSGO-USPS auf Steroiden beschreiben. Die Ghost verfügt über eine Magazingröße von 15 Kugeln, einer Feuerrate von 6,75 Schüssen pro Sekunde und ist deutlich genauer als die Frenzy, was die Waffe auf Mid- bis Longrange-Duellen zu einer echt gefährlichen Waffe in Eco-Runden machen kann. Wie ihr seht, gibt man mit der Ghost gegen ungerüstete Gegner einen One-Hit-Headshot auf Close- bis Midrange. Sobald ein Gegner aber über ein Light- oder Heavy-Shield verfügt, brauchen wir auch hier 2 Headshots, um einen Spieler zu töten. Die Ghost würde ich Spielern empfehlen, die in der Pistolenrunde einen Bombenspot halten, auf dem es zu Longrange-Duellen kommen kann, wie hier auf Haven beispielsweise auf C-Lang oder der Banane am A-Spot. Ich selbst habe einen ziemlich netten 4K mit der Ghost in einer E-Runde im Playtest hinbekommen, was euch vielleicht ein ganz gutes Bild davon vermittelt, wie präzise diese Waffe ist. Definitiv nicht zu unterschätzen und ich bin mir sicher, dass wir diese Waffe neben der Frenzy auch im Competitive Play sehen werden. Die letzte Pistole in unserem Arsenal ist die Sheriff oder wie die Counter-Strike-Spieler sie im Playtest genannt haben, die Deagle. Nein, wirklich, die Waffe ist wirklich genau das, was die Desert Eagle in Counter-Strike ist. Mit 800 Credits ist sie zwar die teuerste Pistole im Spiel und mit einer Feuerrate von nur 4 Runden pro Sekunde neben der Shorty die langsamste, ist dafür aber die stärkste und eine echte Headshot-Maschine. Selbst vollgerüstete Gegner haut die Sheriff auf Close- bis Midrange-Duellen mit einem einzigen Headshot in die ewigen Jagdrunde, auf Langdistanzen fehlen mickrige 5 Schadenspunkte für einen Kill. Egal auf welche Range, es reichen 3 Bodyhits mit der Sheriff, um einen Heavy Shield tragenden Gegner zu finishen und gegen ungerüstete Gegner kommt man sogar mit nur 2 Körpertreffern aus. Über das Wochenende hinweg haben wir schon einige krasse Eco-Sheriff-Runden gespielt und es sind auch schon hier einige Highlights zustande gekommen. Mit einer Magazingröße von 6 Kugeln und der niedrigen Feuerrate fällt die Waffe ganz klar unter die Kategorie High Risk, High Reward. Wenn man aber auf sein Aim vertraut, sollte die Sheriff immer eine der ersten Waffen sein, die man in einer Runde mit wenig Credits in Betracht ziehen sollte, weil diese Waffe wirklich komplette Runden umdrehen kann. Machen wir weiter mit den SMGs, die man größtenteils spielen und sehen wird, wenn man die Pistolenrunde für sich entscheiden konnte. Hier stehen uns die Stinger und die Spectre zur Auswahl. An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass jede vollautomatische Waffe ein eindeutiges Spray-Pattern hat, welche ich vielleicht noch in einem Folgevideo behandeln werde, die Analyse jedes Spray-Patterns würde aber den Rahmen dieses Videos sprengen. Die Stinger ist mit einem Kostenpunkt von nur 1000 Credits die günstigere der beiden SMGs und verfügt über 2 unterschiedliche Feuermodi. Aus der Hüfte geschossen schießt die Waffe ihre 20 Kugeln vollautomatisch mit einer Feuerrate von 18 Kugeln pro Sekunde. Im Aimdown Sight, kurz ADS, switcht die Waffe aber automatisch in einen Burst-Modus, der 4 Kugeln pro Burst ausspuckt. Hierbei ist die Waffe natürlich deutlich präziser als im Hipfire. Der Zoom-Faktor beträgt im ADS 1,15 Mal, was meiner Meinung nach allerdings keinen großen Unterschied macht, aber die erhöhte Präzision ist gegen ungerüstete Gegner wirklich sehr stark. Ihr seht an der Tabelle links zwar, dass der Damage-Output relativ gering ist im Vergleich zu den Pistolen, die wir bisher kennenlernen konnten, den geringen Schaden macht die superschnelle Feuerrate aber definitiv wieder wett. Für 1000 Credits auf jeden Fall eine Waffe, die man in der zweiten Runde gegen Pistolen definitiv spielen kann. Die zweite SMG ist die Spectrum mit 1600 Credits ganze 600 teurer als die Stinger, also muss die Waffe ja auch deutlich besser sein, oder? In manchen Aspekten ist sie das, in anderen nicht. Auf Anhieb wird klar, dass die Spectre aus dem Hipfire etwas genauer ist als die Stinger, dafür aber deutlich langsamer schießt. Zur Erinnerung, bei der Stinger hatten wir eine Feuerrate von 18 Kugeln pro Sekunde, bei der Spectre kommen wir nur auf 13,33. Dafür verfügt die Spectre aber über 30 Kugeln im Magazin im Gegensatz zu 20 bei der Stinger und auch der alternative Feuermodus im ADS bleibt vollautomatisch. Der zugefügte Schaden unterscheidet sich am meisten bei verteilten Kopfschüssen, wie ihr hier sehen könnt. Overall würde ich aber sagen, dass beide Waffen ihre Daseinsberechtigung haben. Ich würde eher zu Stinger greifen, wenn ich einen Spot halte, bei dem es größtenteils zu Close-Range-Duellen kommt, da hier die hohe Feuerrate echt super deadly ist. Wenn ich aber einen Spot halte oder einnehmen will, bei dem ich auf alle Distanzen verteilt flexibel sein möchte, würde ich vielleicht eher zu Spectre greifen. Wir überspringen einmal kurz die Shotguns und machen direkt mit den Rifles weiter, damit wir hier einen guten Eindruck dafür bekommen, warum man in den richtigen Waffenrunden full-equipped in den meisten Fällen die SMGs links liegen lassen sollte und sich für eine von den 4 Rifles entscheidet. Fangen wir mit der Bulldog an, die wir für 2100 Credits kaufen können und die ich in etwa mit der Farmers in Counter-Strike gleichsetzen würde. Die Waffe hält 24 Kugeln, schießt im Hipfire vollautomatisch mit 9,15 Kugeln pro Sekunde und hat wie die Stinger einen Burst-Mode im ADS, der eine Salve von 3 Kugeln abfeuert. Die Waffe macht 116 Damage bei einem Headshot über alle Ranges hinweg und kann definitiv eine Option für Runden sein, in der man sich keine teurere Waffe leisten kann. Meiner Meinung nach teilen sich die Farmers und die Bulldog dasselbe Schicksal, beide Waffen werden nicht allzu oft gekauft werden, was bei der Bulldog in erster Linie an der langsamen Feuerrate, dem Burst-Mode im ADS und dem doch deutlich schlechteren Damage-Output im Vergleich zu anderen Rifles liegt. Weiter geht's mit der Guardian, die mit 2700 Credits gleich 600 teurer ist als die Bulldog. Obwohl die Waffe kein richtiges Scope hat, würde ich die Guardian am ehesten mit einer Autosniper in CSGO vergleichen. Die Waffe schießt semi-automatisch und macht extrem viel Schaden. Mit 195 Damage bei einem Headshot verteilt man mit der Guardian auf alle Ranges hinweg einen One-Hit-Headshot.
Die Waffe ist unheimlich genau, wenn man langsam mit ihr tappt, wird aber deutlich unpräziser, je schneller man die Maus-1-Taste spammt. Sonix hat diese Waffe als Movie-Waffe betitelt und ich gebe ihm hier absolut recht. Im ADS haben wir einen Zoom-Faktor von 1,5, die Waffe streut etwas weniger und schießt bis zu 6,5 Schüsse pro Sekunde. Die Guardian würde ich in der Hand eines Screams sehen, der damit über die komplette Map fliegt und One-Shots verteilt. Im Grunde handelt es sich hierbei um eine Sheriff mit 12 Kugeln in Rifle-Form, die etwas genauer schießt, eine ADS-Funktion hat und Gegner ohne Rüstung mit 2 Body-Hits tötet und vollgerüstete Gegner mit 3 Körpertreffern zur Strecke bringt. Ich sehe die Waffe besonders bei Spielern mit starkem Aim, die in ihrer Runde eher auf längeren Distanzen kämpfen. Zu den meistgekauften Waffen zählt die Guardian meiner Meinung nach aber nicht. Womit wir bei meinen beiden Favoriten angelangt sind, welche man auch im Playtesting am häufigsten gesehen hat. Beide Waffen kosten 2900 Credits und sind die meistgespielten vollautomatischen Waffen in Valorant. Im Kopf-an-Kopf-Vergleich sehen wir, dass die Stats beider Waffen sehr ähnlich sind. Die Phantom schießt mit 11 Runden pro Sekunde etwas schneller als die Vandal mit 9,25 Runden pro Sekunde. Im ADS werden beide Waffen wieder genauer, verlieren dabei aber etwas an Feuerrate. Der ausgeteilte Schaden bei Duellen zwischen 0 und 15 Metern ist bei beiden Waffen gleich, 39 Schaden bei einem Bodyhit, 156 Schaden, sprich One-Shot, bei einem Kopftreffer und 33 Schaden bei einem Beintreffer. Während die Vandal diese Attribute über alle Ranges hinweg beibehält, was bedeutet, dass ein Headshot einen Gegner auch bei Long-Range-Duellen mit einem Schuss tötet, nimmt der Schaden der Phantom auf Distanz zunehmend ab. Bei Long-Range-Fights zwischen 30 und 50 Metern macht die Phantom beispielsweise nur noch 124 Schaden mit einem Headshot. Neben der schnelleren Feuerrate verfügt die Phantom mit 30 Schüssen im Magazin außerdem über 5 Schüsse mehr als die Vandal. Es ist also ein Hin und Her bei diesen beiden Waffen und ich würde beide auf die gleiche Stufe stellen. Ich würde nicht sagen, dass eine der beiden Waffen eindeutig besser ist als die andere, es kommt ganz darauf an, wie man die Waffen benutzt. Mit der Vandal kann man auf alle Ranges auf Headshot gehen und wird entsprechend immer belohnt, wenn man trifft, während sich die Phantom bei Fights gegen mehrere Gegner auf kürzeren Distanzen aufgrund der deutlich schnelleren Feuerrate eher behaupten kann als die Vandal. Die Sniper Rifles überspringen wir auch nochmal kurz, um bei den vollautomatischen Waffen zu bleiben. Es gibt nämlich noch 2 Heavy MGs. Da haben wir zum einen die Ares, die wir für nur 1700 Credits kaufen können, was gerade mal 100 mehr sind als bei der Spectre. Ich habe die Waffe einige Runden gespielt und muss sagen, dass sie für den Preis ziemlich okay ist. Die Waffe schießt vollautomatisch zwischen 10 bis 13 Schüssen pro Sekunde, wobei sich die Feuerrate langsam im Spray steigert. Im ADS, wo die Waffe natürlich wieder genauer wird, verhält sich die Waffe genauso und mit einer Magazingröße von 50 kann man mit dieser Waffe echt gut Schaden anrichten. Der größte Trade-off ist aber der verteilte Schaden, der mit 72 Damage pro Headshot im Nahkampf relativ gering ist und auf Distanz sogar auf 67 Damage pro Headshot fällt. Wenn man sich aber keine der Rifles leisten kann, ist die Ares aber eine solide Alternative. Danach kommen wir zu einer Waffe, mit der ich überhaupt nicht warm geworden bin. Die Odin, die mich an die M249 in Counter-Strike erinnert. Eine Waffe, die mit 3200 Credits die zweiteuerste von allen ist, mit 100 Schüssen im Magazin genügend Bullets für den ganzen gegnerischen Squad besitzt und mit einer im Spray ansteigenden Feuerrate von 12 bis 15,6 Bullets pro Sekunde auch ordentlich Projektile in die gegnerischen Reihen feuert. Im ADS schießt die Waffe sogar sofort mit 15,6 Kugeln pro Sekunde. Der Schaden ist mit 95 Damage im Nahkampf und 77 auf längeren Distanzen zwar deutlich stärker als der Ares zuvor, dennoch ist die Waffe meiner Meinung nach kein Konkurrent zu Phantom oder Vandal und das aus einem ganz einfachen Grund. Die Odin braucht einfach zu lange, bis sie im ADS ist. Gegen gute Gegner, die eine Phantom oder Vandal tragen, wird man auf mittlere oder lange Distanzen immer das 1 gegen 1 verlieren, weil die gegnerischen Spieler einfach viel schneller zum Schuss kommen. Für mich ist die Odin eine lustige Waffe, die man zum Gegner disrespekten bei Führung vielleicht mal auspacken kann, im Competitive Play ist sie aber einfach zu unflexibel. Nun zurück zu den Shotguns. Im Valorant bekommen wir 2 Stück. Die Bucky kostet gerade einmal 900 Credits, fast 5 Projektile und schießt mit einer Feuerrate von 1,1 Schüssen pro Sekunde. Mit einem Rechtsklick schießt die Waffe das Projektil auf längere Distanzen etwas genauer. Mit jedem Projektil schießt die Bucky 15 Schrotkugeln, die natürlich besonders auf nahen Distanzen ganz guten Schaden machen. 44 Damage pro Schrotkugel, die den Kopf eines Gegners trifft. Man sollte in Valorant aber wirklich darauf achten, mit der Shotgun wirklich sehr nah am Gegner zu stehen, da jede Shotgun im Spiel ordentlich streut. Die zweite Shotgun heißt Judge und erinnert an die XM aus Counter-Strike. Die Waffe kostet 1500 Credits, schießt vollautomatisch mit 7 Projektilen im Magazin und ist mit 3,5 Schüssen pro Sekunde auch dreimal schneller als die Bucky. Wie ihr seht, ist auch die Streuung deutlich niedriger. Dafür verfügt jedes Projektil aber nur über 12 Schrotkugeln, die einzeln auch etwas weniger Schaden machen als die Schrotkugeln der Bucky. Dennoch würde ich ganz klar sagen, dass die Judge in den meisten Fällen die bessere Wahl wäre. Im Competitive Play wird man aber beide Shotguns nicht allzu häufig sehen. Zum Schluss kommen wir nun zur Sniper-Klasse, die jeden Counter-Strike-Scharfschützen sehr glücklich stimmen dürfte, da sowohl die günstige Marshall als auch die teure Operator 1:1 mit der Scout und AWP gleichgesetzt werden können. Die Marshall ist mit 1100 Credits vergleichsweise günstig, fast 5 Kugeln und schießt 1,5 davon pro Sekunde. Per Rechtsklick kommen wir einmal in das Scope mit einem Zoom-Faktor von 2,5 und auch die Streuung verringert sich etwas. Die Marshall macht auf alle Distanzen hinweg denselben Schaden, 101 Schaden für einen Körpertreffer, was bedeutet, dass man ungerüstete Gegner bereits mit einem einzigen Körpertreffer zur Strecke bringen kann. Ein Headshot tötet jeden Gegner sofort und auch ein Beintreffer fügt mit 85 Schadenspunkten noch ordentlichen Schaden zu. Mit der Marshall kann man hier und da auch den ein oder anderen No-Scope versuchen, da die Waffe auch im Hipfire noch immer relativ genau ist. No-Scope sollte man mit der teureren Operator aber wenn möglichst vermeiden.
Die teuerste Waffe im Spiel kostet 4500 Credits und spielt sich im Grunde genauso wie die AWP in Counter-Strike. Die Waffe hat wie die Marshall eine Magazingröße von 5 und tötet jeden Gegner mit einem Körper- oder Kopftreffer sofort. Anders als bei der Marshall haben wir bei der Operator zwei Zoom-Stufen. Der erste Zoom-Faktor liegt hier bei 2,5 und der zweite bei 5. Mit 0,75 Schüssen pro Sekunde ist die Operator die langsamste Waffe im ganzen Spiel, was bei einer One-Hit-Waffe aber völlig in Ordnung ist. Man bewegt sich mit der Operator in der Hand überraschend schnell und kann gut durch die Map navigieren und Ecken repeaten. Ein wenig so, wie sich die AWP in Counter-Strike vor dem großen Nerf gespielt hat. Das Teil werden wir definitiv in dieser Form auch im Competitive Play sehen. Das Knife, was zur Standardausrüstung dazu gehört, macht 75 Schaden mit einem Rechtsklick von vorne und tötet einen Gegner von hinten erstochen sofort. Der Linksklick von vorne macht 50 und ein Stich in den Rücken 100 Schaden. Am Anfang dieses Videos hatte ich eine Sache zunächst noch hinten angestellt, und zwar das Thema Wallbangs. Hier unterscheidet das Spiel zwischen den Wall-Penetration-Stufen Low, Medium und High. Um euch eine gute Idee zu geben, was das grob bedeutet und was man mit den jeweiligen Stufen bangen kann: Ein Wallbang mit einer Waffe, die unter die Kategorie Low-Wall-Penetration fällt, braucht ihr erst gar nicht versuchen. Klar, ihr könnt durch dünne Kanten und Ecken von Kisten ein wenig Schaden machen, richtige Wallbangs funktionieren damit aber nicht. Mit Waffen, die eine Medium-Wall-Penetration haben, kann man immerhin schon Wände durchdringen, die ungefähr diese Dicke aufweisen. Selbstverständlich reduziert ein Wallbang den Schaden mit einer Waffe enorm, dennoch lohnt es sich auszutesten, wo man mit welcher Waffe Wallbang kann, da besonders das Recon-Bolt-Feature von Sova war, was für einen kurzen Zeitraum die Position eines Gegners durch Wände hindurch aufdeckt, dem ein oder anderen Wallbang in die Karten spielt. Waffen, die eine High Wall Penetration haben, können aber noch wesentlich dickere Wände durchdringen. Mit der Operator konnten wir sogar durch diese beiden Doppelkisten auf dem A-Spot von Bind bangen. Witzigerweise aber nicht durch diese einzelne Kiste. Verschiedene Materialien scheinen bei Valorant, also beim Wallbang, auch eine Rolle zu spielen, weshalb es auf jeden Fall empfehlenswert ist, mal auf einen Custom-Server zu hoppen, um die ganzen Sachen auszuprobieren. Waffen, mit denen man Wallbangs erst gar nicht versuchen sollte und die unter die Kategorie Low Wall Penetration fallen, sind diese hier: Classic, Shorty, Frenzy, Stinger und Bucky. Mit folgenden Waffen aus der Medium Wall Penetration Kategorie kann man einen Gegner hier und da mal versuchen zu bangen. Das wären die Ghost, die Spectre, die Judge, Bulldog, Guardian, Phantom, Vandal und Marshall. Und mit diesen Waffen sollte man es auf jeden Fall überall mal versuchen. Dazu zählt tatsächlich auch die Sheriff, mit der ich zum Beispiel hier in der Mitte Sola durch die Wand geholt habe. Natürlich die Operator, wie aber auch die Ares und die Odin. Wie in Counter-Strike auch, läuft man mit einem Messer in der Hand schneller als mit einer Pistole und mit einer Pistole schneller als mit einer Primärwaffe. Ach ja, und man kann im Valorant übrigens auch Bunny hoppen. Das waren für euch jetzt wahrscheinlich super viele Informationen, weshalb ich euch in die Videobeschreibung nochmal eine Übersicht aller Waffen packe, damit ihr ab Start der Closed Beta nochmal kurz reinschauen könnt. Alles in allem ist das Gunplay dem von Counter-Strike also wirklich sehr ähnlich und ihr werdet euch wirklich schnell mit den Waffen vertraut machen können. Wie ihr wisst, befindet sich das Spiel noch immer in der Beta, was bedeutet, dass die ein oder andere Waffe vielleicht noch getweakt wird. Ich würde euch empfehlen, einfach mal jede Waffe selbst auszuprobieren, um für euch individuell herauszufinden, welche Waffe zu eurem eigenen Spielstil am besten passt. Ich hoffe, dass euch das Video geholfen und gefallen hat. Ich würde mich riesig über eine Bewertung freuen und wenn ihr noch weitere Fragen habt, immer in die Kommentare damit. So kann ich das ein oder andere vielleicht in einem Folgevideo aufgreifen und beantworten. Vielen Dank fürs Zusehen und schaut heute mal bei Twitch vorbei, wenn ihr Lust auf einen Closed Beta Key habt. Haut rein!